Ja, wir wollten uns ja eigentlich in Ihrem wunderschönen Garten etwas außerhalb von Erlangen treffen, aber das Wetter hat uns wie immer einen Strich durch die Rechnung gemacht. Leider ja. Und so sitzen wir hier in Ihrer Wohnung. Ich bin nicht einmal sicher, ob leider das richtige Wort ist. Ich muss Ihnen nämlich sagen, ich finde es so richtig gemütlich hier bei Ihnen. Das freut So mich. richtig gemütlich hier bei dieser Kerze, bei einem Cognac, bei all den Gesprächen, die wir miteinander führen, dass ich fast die Welt, die große Welt vergesse, von der wir doch gerade reden wollen. Denn immer im Gespräch, wovon man auch redet, kommt immer gleich die Welt und der Erfolg, den Sie darin haben, zum Vorschein. Ob es um Ihre Filme früher in Jugoslawien, noch früher in Rom geht, über die Modeaufnahme, die Sie gerade in Paris gemacht haben, die neue Platte, die jetzt überall von Ihnen gespielt wird, oder natürlich der große Sprung, der Ihnen geglückt ist, der Sprung nach Hollywood, von wo Sie gerade zurückgekommen sind. Und ich glaube, damit sollten wir anfangen. Sagen Sie uns doch vor allem, wie ist es denn zu dieser Glückssträhne überhaupt gekommen, dass man Sie nach Hollywood geholt hat? Ja, das kam eigentlich ganz plötzlich und ganz schnell. Ich drehte doch hier den Film Das Mädchen und der Staatsanwalt. Und der Film wurde von einem Amerikaner gekauft, von einem gewissen Herrn Stanley Meyer. Und zufällig wurde der Film drüben, also der ganzen internationalen Presse, gezeigt. Und darunter war auch ein Herr von der MGM. Und der sah den Film und empfahl den Film der Verkaufszentrale der MGM weiter zum Kauf. Die schauten sich den Film an und sagten, das Mädchen könnten wir eigentlich sehr gut gebrauchen, um Und die so Hauptrolle in dem Preis zu spielen. wurden sie hinübergeholt. Ja. Ja, und nun erzählen Sie uns von dem Film, oder es sind ja zwei von den Filmen, die Sie drüben gedreht haben. Sagen Sie uns auch, wer die Partner sind. Also als erstes drehte ich die Victors, die Sieger auf Deutsch, mit Carl Foreman und vielen Darstellern, vielen sehr berühmten, sieben weiblichen Hauptdarstellerinnen, acht männlichen Hauptdarstellern. Der wurde ganz und gar in London gedreht und ist ein Kriegsfilm. Ich würde sagen, ein Antikriegsfilm. Und viele Leute sprachen mich daraufhin an, dass es doch ziemlich eigenartig wäre, dass ich in so einem Film die Rolle einer Deutschen übernehmen würde. Und ich kann da nur sagen, ich muss da heftig widersprechen, denn das ist ein Antikriegsfilm. Und er ist nicht antideutsch, er ist nicht antifranzösisch, er ist nicht anti irgendeine Nation, er ist eben nur Antikrieg. Und deswegen war ich sehr froh, dass ich diese Rolle bekommen habe und den Film machen konnte. Richtig. Der zweite Film wiederum, das war der erste Film, den ich in Hollywood selbst drehte, ist Der Preis, auch auf Englisch The Price. Dort spiele ich die weibliche Hauptrolle neben Paul Newman Ja, wie schön. und neben Edward G. Robinson. Das ist, glaube ich, der Film, der jetzt zu Ostern nächstes Jahr Der herauskommt, wenn ich kommt mich nicht täusche. Ja. Ostern Ja. 1964 hier in Deutschland raus, Ganz ja. richtig. Übrigens, wenn ich Sie im Moment unterbrechen darf, da wir in Hollywood sind, gerade beim Thema. Ich habe mal einen sehr berühmten Mann namens William Saroyan interviewt, den Autor, der auch dort wohnt, ja. Und der war sehr erstaunt, dass wir bei einem Fernsehinterview Gläser mit Alkohol gefüllt vor uns hatten. Und da möchte ich Ihnen sagen, wir dürfen trinken. You're allowed to drink here. Thank you So. very much, sir. Prost. 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 Schon stehen die Gläser immer nur so da und kein Mensch traut sich, Ja, sich in anzufassen. Warum sollen wir das nicht? auch mit dem Rauchen in Aber gehen wir Amerika drüben weiter so. jetzt mit Hollywood. Wie hat es Ihnen denn dort gefallen? Ich muss sagen, ich war natürlich sehr aufgeregt, als ich Kann das man erste verstehen. Mal aus dem Flugzeug stieg, und zwar in New York, und von einer großen Delegation abgeholt wurde und zum ersten Mal nur riesengroße Autos sah und zum ersten Mal die Wolkenkratzer sah und dann natürlich erwartete, die Bestätigung vieler Leute zu finden, also bestätigt zu finden, dass alle Amerikaner in einem irrsinnigen Rush, in einer irrsinnigen Hetze durch die Gegend rennen, sich nicht umeinander und um Ja. den anderen kümmern und ziemlich kühl wären. Aber Sie fanden doch, dass die Leute in Wirklichkeit eigentlich sehr freundlich Sehr, sehr zueinander sind, freundlich ja? und sehr herzlich. Ja. Und ich glaube, diese Herzlichkeit kommt auch wirklich vom Herzen, ist nicht nur Das eine glaube ich auch. Ich gespielte glaube, man könnte so Herzlichkeit. sagen, man weiß drüben, woran man ist. Genau, Nicht? Das ist es wohl. genau. Okay, nun, nachdem wir von Hollywood gesprochen haben, möchte ich Sie etwas ganz anderes fragen. Es ist vielleicht bis zu einem gewissen Grade eine persönliche Frage, aber trotzdem muss man sie einer Schauspielerin wie Ihnen vielleicht doch mal stellen. Würden Sie sagen, dass Sie um der Publicity willen Dinge tun würden oder bereit wären, Dinge zu tun, die Sie sonst nicht tun würden? Es ist mir sehr lieb, dass Sie diese Frage jetzt aufgebracht Ja. haben, denn ich muss versichern, ich muss sagen, das ist die absolute Wahrheit. Und meine Freunde, meine guten Bekannten, die mich gut kennen, werden es bestätigen. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Skandal gemacht und habe noch nie etwas getan, um damit Publicity zu bekommen. Die Publicity, die ich hatte, und ich weiß ganz genau, dass ich jedenfalls in Deutschland zum großen Teil ein Kind der Publicity bin und
wenn ich jetzt einigermaßen bekannt bin, so weiß ich es auch, dass ich es der Publicity zu verdanken habe. Teils gut, teils schlecht, aber immerhin Publicity. Ja, ich verstehe. Aber ich würde nie etwas tun, um damit Publicity zu bekommen. Verstehe ich. Sagen Sie, ich muss jetzt wieder auf Ihr hübsches Haus hier zurückkommen, das Sie sich in der Nähe von Erlangen eingerichtet haben und wo Sie mit Ihrer Mama leben. Ja. Haben Sie eigentlich einen Kamin hier? Nein, ich habe keinen Kamin. Ah, aber den müssen Sie sich noch einrichten. Ich weiß. Ich wollte gerade sagen, jetzt hätte ich nur einen Wunsch, dass wir uns richtig am Kamin hinsetzen und die Beine ausstrecken und von nichts als von gemütlichen Dingen reden. Das wäre schön. Aber die große Welt, von der ich sprach, ohne Zweifel wartet sie ja schon wieder um die Ecke herum auf Sie. Und ohne Zweifel wird diese ländliche Idylle bald wieder durchbrochen werden durch ein Flugzeug, einen Flughafen, eine Reise, ein Leben im Hotel. Was kommt als nächstes? Ich werde nächste Woche nochmals nach Paris fliegen, um einen neuen Film in Amerika zu besprechen und um auch gleichzeitig nochmal für Harper's Bazaar Aufnahmen zu machen. Und dann werde ich ja wohl Ende dieses Monats wieder nach Amerika zurück müssen, um einen neuen Film dort anzufangen. Wollen wir sagen, nach Amerika zurück dürfen? Ja, zurück Beides. Dürfen und zurück müssen, denn ich bin sehr häuslich, mag natürlich mein Zuhause hier über alles. Ja. Denn wie Sie sagten eben, ja. Aber ich will Ihnen etwas sagen, Elke, ich glaube, Sie sind mit mir einig. Das einzig wirklich lebenswerte Leben ist ein Leben in Gegensätzen. Man muss arbeiten, um wieder das Zuhause und die Ruhe genießen zu können. Sonst könnte man es gar nicht würdigen. Und umgekehrt, genau so. Und während Sie sich jetzt sicher schon im Stillen auf Hollywood freuen, so sollen Sie sich in Hollywood wieder freuen auf Ihre schöne Wohnung, in der wir hier gesessen sind, um in aller Ruhe dieses schöne Gespräch zu führen. Ja, Elke, auf diese Weise ist es auch zu dem schönen Gespräch gekommen, für das ich Ihnen jetzt recht herzlich danke. Und zum Schluss natürlich möchte ich Ihnen sehr viel Glück wünschen, wo immer Sie hinfahren oder fliegen auf dieser Welt. Und viel Erfolg. Recht herzlichen Dank. Prost. Prost. Sie sprechen doch so viele Sprachen. Na, vieles übertrieben. Also prosten wir uns in allen Sprachen zu, die Sie sprechen. Gut. Skål. Cheers. Cheers. Stimmt. Votre santé. Salute. Živeli. Was ist das? Jugoslawisch. Jugoslawisch. Nastrovje. Nastrovje. Und dann nochmal. Prost. Prost.